Jo. Ach, ich mich gut halte. Ich habe schon Zweifel, ob wir uns wirklich orten sollten. Also, ich meine. Also, warum denn nicht? Ich habe überhaupt keine Zweifel. Ich meine aber, ob die überhaupt wissen wollen, was jetzt. Also, aber es geht doch darum, dass wir nun zeigen, wer wir geworden sind. Ja, ja, schon. Wir wollen doch dazu stehen. Ich mache das auch echt für mich. Ja? Ja. Okay. Ich mache das nicht für irgendwen oder so. Ich mache es für mich. Okay. Hallo. 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 Wir sind frisch vom Improcamp und in unser aller Leben hat sich unheimlich viel verändert. Das stimmt. Jo. Vorher waren wir Mauerblümchen. Hallo, ich war Workshopleiter im Improcamp. Das ist erstaunlich, man fährt dahin und hat sein Konzept und macht es einfach und plötzlich stellt man fest, ups, ich verändere mich. Ja, man ist Workshopleiter und verändert sich einfach. Also getrunken habe ich vorher schon. Muss man ja. Also wenn man Workshops gibt, muss man trinken. Es geht gar nicht anders. Aber man stellt plötzlich fest, wenn alle abgereist sind, ups, es ist was mit einem passiert. Es ist was mit einem passiert. Man sagt sich so, hallo? Du gibst dich so und so, bist aber eigentlich ganz anders. Na, man kennt mich ja privat gar nicht. Privat bin ich ja so. Man versucht sich seriös zu geben, aber privat bin ich so. Und deswegen möchte ich sagen, Improcamps machen einen ehrlicher. Super, Schätzchen. Ich habe noch eine Workshop-Teilnehmerin hier. Sie hat bei mir ehrlich sein gelernt. Ist es nicht großartig? Hau wieder ab, komm, geh wieder. Weiter so. Ich war auf dem Improcamp. Ich weiß nicht, wer mich von früher kennt und ich bin nicht mehr die ich mal war. Ich habe das nicht für möglich gehalten, aber es kam einfach so. Wir haben so tolle Sachen gemacht und so tolle Workshops und ich habe mich einfach reingegeben. Und jetzt bin ich endlich die ich schon immer sein wollte. Und ich glaube, die mich von früher kennen, die merken, dass ich jetzt mehr ich bin. Dass da früher was nicht gestimmt hat, dass ich gehemmt war. Wenn ich mich jetzt so anschaue, ich es fühlt sich einfach gut an. Einfach gut. Einfach gut. Einfach gut. Ich soll euch eins sagen. Ich hab hier. Hier im Camp habe ich zu mir gefunden. Ich war vorher, als ich hier hingekommen bin. Da habe ich mich gar nichts getraut. Ich hatte Angst, überhaupt vor der Gruppe was zu sagen. Und dann ist das passiert. Ich war beim Ballermann. Und da. Und da habe ich gemerkt,
wo mein wahrer Kern steckt, nämlich. Und ich hab. Ich. Ich kann nämlich alle Weiber haben. Und. Mal. Kinder, sie machen mich ganz verrückt hier. Lass den Papa mal in Ruhe. Und dann bin ich ganz aus mir rausgekommen und ich habe viele, viele tolle Lieder gelernt und ganz viel gesungen. Und jetzt bin ich nämlich nur immer auf der Bühne. Sie hatte nur noch Schuhe, nur noch Schuhe, Schuhe. Und deshalb sage ich euch eins. Geht ins Imbro-Camp und entdeckt euch selbst und holt alles, 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 alles aus euch raus.